Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Heute zu einem kleinen Unboxing-Video von der Firma Hasegawa. Heute handelt es sich um den Volkswagen Typ 2 Delivery Van Age Gills Summer Paint 2015. Es ist eine limitierte Auflage im Manga-Style. Die Boxart ist recht schön gemacht. Wir haben an den Seiten nochmal zu sehen, Firma, limitierte Edition, 1 zu 24, die Namen. Und auf der Rückseite haben wir nochmal das gebaute Fahrzeug, die Namen von den drei Personen, die auf dem Fahrzeug dann zu sehen sind. Wir haben hier noch die Infos, dass es 18 cm lang wird, 7,2 cm in die Höhe und es hat 70 Teile. Es ist ein Schüttkarton, was ich recht gut finde. Und dann haben wir hier auch schon die Teile. Wir haben zum einen die Karosserie, verschiedene Gießäste, die Bauanleitung und unsere Diegels. Und da gehen wir jetzt mal weiter drauf ein. Mit der Karosserie fangen wir jetzt an. Was ich hier schon mal ganz gut finde, sie ist im Ganzen und nicht wie bei der Firma Revell zum Beispiel, dass alle Teile einzeln sind. Du hast da die zwei Seitenteile einzeln, die Front einzeln und die Heckpartie einzeln und das Dach. Wir haben hier hinten zwei Gießnähte, die müsste man dann wegschleifen. Man hat hier oben zwei Punkte, die man wegschleifen müsste. Ansonsten ist an der Karosserie nicht viel zu machen. Es ist sehr schön detailliert gemacht und auch recht stabil, finde ich ganz gut. Was ja auch anders gemacht wurde, die meisten Karosserien werden ja in Weiß oder in Schwarz gegossen. Das ist mal in Blau gegossen, habe ich so noch nie gehabt. Natürlich muss man es vorher auch grundieren, würde ich jedem raten. Und es ist wirklich sehr gut gemacht, auch innen. Man hat nichts irgendwie großartig zu bearbeiten. So, beim ersten Gießast haben wir unsere Bodenplatte, die Vordersitze, das Armaturenbrett, dann hier den Motor, was ich auch hier gut finde. Der Motor ist schon mal im Ganzen. Man kann ihn auch sehr schön detailliert darstellen. Auch sehr schön gegossen. Man hat hier kaum irgendwelche Gießnähte zu bearbeiten. Man hat kein Flash. Ist sehr gute Qualität. Beim zweiten Gießast haben wir die Front- und Heckstoßstange. Wir haben hier unsere zwei Spiegel. Innenspiegel, was die sind, kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Zwei kleinere Teile. Das könnte für den Motor mit sein. Der Auspuff schaut dann so aus. Auch hier nichts zu beanstanden. Im dritten Gießast haben wir unser Lenkrad, die Lenkstange. Dann haben wir hier zwei Seitenteile, wo dann quasi die Radaufhängung reinkommt. Das wird dann, die zwei Teile werden dann hier vorne reingebaut und dann kommt die Radaufhängung mit drauf. Diverse Kleinteile, das ist für die Räder mitgedacht. Auch hier hat man eine kleine Auswurfmarke, aber das ist nicht so wild, das tut man wegschleifen, dann ist alles gut. Drei Gießäste mit Chromteilen sind mit dabei. Das sind zwei identische. Da haben wir die Scheibenwischer mit dabei für die Räder. Das hier ist für die Scheinwerfer gedacht. Die werden dann so reingeklickt und dann auch schön verchromt. Zwei Gießäste mit Klarsichtteilen. Hier ist die Frontscheibe mit den zwei Seitenscheiben schon verbunden. Hier hat man ein bisschen Flech.
Sonst sehr gut gemacht. Das finde ich gar nicht so schlecht, dass das mal mit den zwei Seitenscheiben schon befestigt ist. Was haben wir hier noch? Hier haben wir die Frontscheinwerfer, die Heckleuchten. Ein Gießast mit schwarzen Teilen sind mit dabei. Da haben wir die Radaufhängungen dabei. Dies untere Teil, wo dann die Auspuffanlage langläuft. Die zwei Radaufhängungen mit. Auch hier nichts zu beanstanden. Hier ist ein bisschen Fleisch, ja, aber sonst im Großen und Ganzen alles wieder sehr gut gemacht. Hier haben wir zwei identische Gießäste mit unseren Felgen. Gibt es nichts viel zu sagen dazu. Das ist auch sehr gut gegossen. Dann haben wir unsere vier Räder, auch aus Gummi. Auf der ersten Seite von unserer Anleitung sehen wir das fertige Modell. Wir haben hier eine kleine Geschichte dazu. Hier unsere 12 Farben, die wir dazu benötigen. Die Farbkennzeichnung ist von der Firma Hobbycolor. Und jetzt schauen wir uns mal rein. Als erstes fangen wir an mit der Radaufhängung. Wir haben die zwei Seitenteile, wo die Radaufhängung reinkommt. Im zweiten Schritt haben wir dann schon den Motor, der wie gesagt schon im Ganzen ist und nicht im Einzelnen zusammenzubauen ist. Wir haben auf Schritt 3 fangen wir dann mit der Bodenplatte an, die Sitze einzubauen. Dann kommen auch schon die Räder inklusive den Felgen alles ran. Bei Schritt 5 werden die Scheiben eingesetzt. Wir haben hier das Armaturenbrett, was dann zusammengesetzt wird inklusive der Lenkradstange und dem Lenkrad. Und hier wird das Fahrzeug bzw. die Karosserie mit dem Chassis schon verbunden. Und auf Schritt 8 haben wir dann die restliche Montage von der Heck- und Frontstoßstange, den Scheibenmischern, diverse Kleinteile, die Chromteile und zu guter Letzt haben wir hier nochmal das Modell, wie wir dann die Diegels aufbringen sollen. Hier haben wir unsere Gießäste nochmal. Also recht simpel zusammenzubauen mit 70 Bauteilen und auch sehr gut erklärt die Anleitung. Für jeden verständlich. Ich denke auch für einen Anfänger ist das recht gut gemacht. Auf der letzten Seite haben wir noch mal einen Hinweis, wie wir die Diegels aufbringen sollten. Es ist in Japanisch und in Englisch erklärt. Und hier haben wir noch mal ein paar Hinweise, was man vor dem Zusammenbau lesen sollte. Was natürlich nicht fehlen darf, sind unsere Diegels. Die wurden 2015 in Japan gedruckt, produziert. Sind auch sehr schön gemacht, auch recht dünn. Und ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also ich habe hier nichts zu beanstanden. Sehr gute Qualität. Kann man sehr gut verarbeiten.
Man hat hier nochmal zwei Arten von Nummernschildern. Einmal das japanische oder man nimmt halt Summer 2015, um an dem Bus die anzubringen. Ein Fazit zu diesem Modell mit 13 Gießästen, sehr übersichtlich gemacht. Die Anleitung ist sehr übersichtlich, was auch für einen Anfänger mit Sicherheit auch zu schaffen ist, weil man ja schon allein die Karosserie im Ganzen hat, wo man nicht einzeln zusammenbauen muss. Es ist auf jeden Fall für jeden machbar. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen an jeden, der an so einem Bus interessiert ist. Das soll es auch von meiner Seite aus gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen, in diese Box reinzuschauen, mir zuzuschauen, und lasst mir doch bitte einen Daumen da, ein paar Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss, der Modellbauer.